warm. Was mit meinen Haaren eigentlich? Soll ich die Frisur so fassen? Ich habe Angst, dass es dann nachher irgendwie richtig komisch aussieht im Video und ich bin die ganze Zeit so, hi. Das geht nicht. Ich muss mir eine richtige Frisur machen. Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Lara Emily und auf meinem Kanal geht es um die Themen Produktivität, Organisation, Nachhaltigkeit, aber in letzter Zeit auch um die Themen Lernen und Schule. Und ich dachte mir, heute zeige ich mal, was ich in meiner Schultasche habe. Und ich glaube, es denken viele nicht von mir. Und man denkt einfach generell nicht von mir, aber ich habe tatsächlich eine Tasche und keinen Rucksack. Und das ist eigentlich eine dumme Idee. Ich habe diese Tasche nämlich Anfang der 8. Klasse geschenkt bekommen, also von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und da fand ich es auch echt cool, da die Tasche halt wirklich schick ist, also die ist by the way von Michael Kors. Und ich fand die halt echt schön. Aber jetzt geht es mir nicht unbedingt um das Aussehen der Tasche, sondern eher um die Funktion. Und die ist halt bei so einer Tasche einfach echt nicht gut und ich überlege mir schon länger, einen Rucksack wieder zu kaufen. Also falls ihr eine Marke bzw. Firma kennt, die nachhaltige und schöne Rucksäcke herstellt, schreibt sie unbedingt mal in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr freuen, dass ich echt eine neue Tasche bzw. einen Rucksack brauche. Jetzt fangen wir direkt mal an mit meiner Schultasche. Und was ich als erstes drin habe, ist mein Taschenrechner, der so aussieht. Das ist einfach die Tasche für den Taschenrechner. Und hier habe ich auch noch einige Sachen aufgeschrieben für den Taschenrechner, wie man eine bestimmte Tastenkombination macht und so weiter, damit ich es einfach nicht vergesse und das immer weiß in Arbeiten. Der war ziemlich teuer, aber den mussten wir uns kaufen. Der ist quasi ja, für alle Schüler so vorausgesetzt. Aber der ist halt ziemlich groß und ziemlich schwer, deswegen habe ich noch einen anderen Taschenrechner. Falls ich mir ganz kurz irgendeine Rechnung machen muss, dann muss ich extra diesen Taschenrechner hochfahren und auspacken und alles. Deswegen habe ich nochmal diesen kleinen Taschenrechner, um irgendwelche kleinen Rechnungen einzugeben. Ja, dann habe ich natürlich auch noch Blöcke drin. Da habe ich zum einen... Oh Gott, nicht kaputt gehen, bitte. Meinen kaputten linierten Block, der ist wirklich kaputt, aber es ist mir eigentlich egal, da ich das nicht wegschmeißen möchte oder nicht mitnehmen möchte. Nur deswegen ist er etwas kaputt, aber die Blätter sind noch alle super. Deswegen habe ich einen linierten Block dabei. Und natürlich auch noch einen karierten Block. Dann habe ich hier noch eine Postmappe drin, wo ich jetzt auch wichtige Dokumente dabei hatte oder irgendwelche Sachen, die ich abgeben musste, wie jetzt mein Zeugnis. Das habe ich nicht immer mit, aber jetzt halt in den ersten Tagen, weil in den ersten Tagen viele Zettel mit nach Hause kommen müssen. Gerade jetzt auch in der momentanen Situation mit Covid-19 ist da irgendwelche Zettel ausgefüllt werden müssen und die kommen dann erstmal alle hier rein. Aber das nehme ich nicht jedes Mal mit, sondern halt jetzt nur in den ersten Tagen des neuen Schuljahres. Dann habe ich auch noch mein Bullet Journal dabei. Das hier ist so ein Mischmasch aus Kalender und Bullet Journal. Das heißt, es war eine lange Zeit mein richtiger Kalender, den ich jeden Tag benutzt habe. Aber ich habe jetzt in den Ferien mein ganzes System umorganisiert und bin jetzt auf digitales Planen umgestiegen. Und deswegen benutze ich diesen Kalender jetzt wirklich nur noch für die Schule und gar nicht mehr für andere Sachen. Aber ich finde es echt gut, dass ich jetzt ein separates System für Schule und für andere Sachen habe. Und das nehme ich jetzt nur in die Schule mit und das ist sozusagen so ein Hausaufgabenheft, Schulplanungsheft. Was ich wirklich nur für schulische Angelegenheiten benutze. Aber ich habe zu diesem Ding auch mal ein ganzes Video gemacht, was ich euch gerne in der Infobox verlinke. Das Video heißt mein Bullet Journal oder so. Dann habe ich immer noch was zu trinken mit. Da habe ich jetzt nicht immer nur diese Flasche mit, sondern einfach irgendeine Flasche immer. Und etwas zu essen. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was drin von heute. Dann habe ich meine ganz normalen Schulsachen. Das heißt, ich habe da irgendwelche Hefte drin. Das ist jetzt zum Beispiel mein Deutschhefter plus das Deutschbuch direkt hier drin. Ich mache es irgendwie immer in den Hefter rein, damit ich das so nicht vergesse und so zusammen habe. Und für manche Fächer habe ich auch noch so einen richtigen Ordner, also so einen Ringhefter. Und das ist jetzt zum Beispiel für Mathe. Und für Mathe habe ich halt ja einmal einen Ordner. Dann habe ich die Formelsammlung, die wir dabei haben müssen, wo Formeln dran stehen. Bei manchen Leuten heißt es auch Tafelwerk. Bei uns heißt es Formelsammlung. Und dann habe ich mein Mathebuch und meinen ganz normalen Ringhefter oder Ringordner. So, dann habe ich hier an der Seite noch meinen Zirkel drin, den ich seit der 5. Klasse habe. Mir ist gerade aufgefallen, dass hier einfach noch Lara 2b draufsteht. Aus der 2. Klasse einfach. Dann haben alle immer so ein Emergency-Kit dabei. Und das habe ich auch in der Art. Also ich habe ein paar andere Dinge drin, aber ich habe auch so eins, ja, was so aussieht. Also ich habe da drin einmal ein Deo, dann Kaugummis. Was habe ich hier noch drin? Ein Spiegel, warum auch immer. Ja, dann habe ich da Zopfgummis drin, ein Pflaster und dann habe ich noch ein Schweißband drin. Das habe ich eigentlich mehr für den Sportunterricht benutzt, da ich früher ganz viele Armbänder an meinem Arm hatte und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Armbänder. Also Festivalbänder, die nicht abgegangen sind oder ich nicht abmachen wollte, eher gesagt, im Sportunterricht.
dürfen wir das eigentlich nicht haben. Deswegen habe ich immer ein Schweißband über diese Arme darüber gemacht, dass ich sie nicht abmachen musste. Aber jetzt habe ich sie abgeschnitten, deswegen brauche ich das eigentlich jetzt nicht mehr. Aber es bleibt trotzdem mal da drin. Dann habe ich hier im Seitenfach noch mein Schlüsselband dabei für mein Fahrradschloss. Dann habe ich hier noch meine Masken dabei und ein Desinfektionsmittel. Dann die allerletzte Sache hier drin ist noch meine Federtasche, die ist von Setch. Mal sehen, was hier Schönes drin ist. Okay, wenn man die jetzt aufmacht, sieht man, ja, eine Federtasche. Hier habe ich einige Filzstifte, Buntstifte und Fineliner drin und hier sind eigentlich alle möglichen Sachen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Ich habe da halt Kleber, Highlighter, Kugelschreiber, Lineal, Klebeband, Tipp-Ex, Radiergummi. Ich glaube, was hier drin ist, ist echt nicht interessant. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist mein kleines Vision Board, was ich hier habe. Ich habe einfach so in diese Federtasche da oben so ein kleines Vision Board gemacht, wo ich einige Sprüche draufgeschrieben habe und auch einige Bilder draufgeklebt habe, die mir irgendwie gefallen. Und dann habe ich hier oben mein Geodreieck. Dann habe ich hier so, wie nennt man das, so eine Klammern, ein USB-Stick und diese Dinger, falls die jetzt meinem Hefter verloren gehen. Keine Ahnung, ich habe davon irgendwie voll viele. Das habe ich hier mal da reingemacht. Und hier oben habe ich noch einen kleinen Locher drin, der aber schon ein bisschen kaputt ist. Dann habe ich hier oben einfach noch einige Karteikarten, Parabelschablone und einfach ein paar Euros, ein bisschen Geld. Ja, das war's. Und jetzt ist die Tasche auch komplett leer. Ja, und wie gesagt, ich überlege mir auch bald einen richtigen Rucksack zu kaufen, weil ich das eigentlich praktischer finde. Aber momentan benutze ich noch diese Tasche hier. Irgendwie regt mich diese Frisur echt auf. Warum habe ich sie jetzt aufgemacht? Für die Abmoderation bleiben meine Haare jetzt mal offen. Das war es schon mit meiner Tasche. Aber mich würde auch mal interessieren, was du so immer dabei hast in der Schule. Also schreib mir doch gerne mal dein Must-Have, deine Top-Dinge auf in die Kommentare, die du immer in der Schule dabei hast und die dir nicht fehlen dürfen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und hoffe auch sehr, dass du etwas aus diesem Video mitnehmen konntest, eventuell. Und ich freue mich sehr, falls wir uns auf diesem Kanal mal wiedersehen. Also hab noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis sehr bald mal. Tschüss. Ich muss niesen. Mein Rechner ist hier drin. Hier rechts. Das ist links. Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Ich suche diesen Zettel schon so lange und meine Haare sind wieder echt komisch. Ich suche diesen Zettel einfach schon so lange. Der ist einfach da oben drin. Ernsthaft jetzt? So. Uiuiui. Okay.